Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zum Buchstudio. Im Eishockey, da geht ja so richtig die Post derzeit ab. Es wird sehr, sehr viel gespielt. Und wir beginnen auch gleich mit der Elite-A-Meisterschaft. Und zwar mit dem WSV Sterzing. Die Broncos hatten Mailand am Wochenende zu Gast. Für uns berichtet Kurplatter. Die beiden Kontrahenten sind in der Tabelle nur durch einen Punkt getrennt. Bei den Broncos Sterzing, die ohne Fabian Hackhofer auskommen müssen, steht erstmals in der heurigen Meisterschaft Dominik Steinmann von Beginn an zwischen den Pfosten. Bei den Gästen fehlen die beiden Meraner Andreas Lutz und Manuel Lopresti. Eines vorweg, die rund 900 Zuschauer werden Augenzeugen eines warmen Torfestivals. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das bisher trefferreichste Spiel in der laufenden Meisterschaft. Die erste Möglichkeit findet Mailand vor. Adam Estoklet scheitert in Überzahl an Steinmann. Ebenso wie nur wenige Augenblicke später Nicola Fontanive. Auch Sterzing wird danach erstmals im Powerplay gefährlich. Florian Wieser schnappt sich im eigenen Abwehrdrittel die Scheibe und stürmt auf und davon. Doch Goalie Paul Dainton bleibt Sieger. Nach 9 Minuten und 18 Sekunden machen es die Lombarden besser. Von Tommaso Goy über Nicolò Latin zu Marcello Borghi. Und der Puck zappelt im Netz. Hier noch einmal die herrliche Puckstaffette, die zum 0:1 führt. So einfach kann Eishockey sein. Die Reaktion der Broncos lässt nicht lange auf sich warten. Alessandro Re verliert im Aufbau den Puck. Hannes Stofner sagt Danke und gleicht nach 11 Minuten und 46 Sekunden zum 1:1 aus. Der Verteidiger hat den Puck verloren, ist gekugelt. Glück gehabt, dass er schön liegen geblieben ist. Und dann kein Unspiel gefunden. Dann gedacht, einfach schießen ist das Beste. Und da ist es halt einmal gut gegangen. 4 Minuten später hat Michael Catenacci die Sterzinger Führung auf dem Schläger. Doch Dainton hat etwas dagegen. In Führung geht dann wieder Mailand. Und das mit einem überaus kuriosen Tor. Estoklet haut drauf, Steinmann wehrt ab. Der Puck springt in die Höhe und vom Helm des Torhüters über die Linie. Nach 16 Minuten und 6 Sekunden und diesem nicht alltäglichen Treffer von Estoklet kann Mailand zum zweiten Mal jubeln. Im Mitteldrittel dreht Sterzing dann auf. Trevor John Cake gewinnt das Bulli. Dann geht alles ganz schnell. Stofner bedient Catenacci und dieser spielt weiter zu Cake. Der Kanadier tanzt Dainton aus und trifft zum 2:2. Die Gäste sind nach nur 11 Sekunden mit den Gedanken wohl noch in der Kabine und lassen den Gegner gewähren. 96 Sekunden später geht der Neuling erstmals in Führung. Einen Schlenzer von Derek Eastman lenkt Cake zum 3:2 in die Maschen. Für den 32-jährigen Kanadier ist es der 7. Treffer in der heurigen Meisterschaft. Mailands Trainer Adolf Insam reagiert und nimmt eine Auszeit. Jedoch ohne Erfolg, denn keine 4 Minuten später zieht Sterzing auf 4:2 davon. Nach einem Doppelpass zwischen Christian Sotsas und Daniel Mafia zieht der 26-jährige Brixner von halbrechts ab und gibt Dainton zum 4. Mal das Nachsehen. Für Sotsas ist es das Premierentor in dieser Saison. Wenig später ist auch auf der anderen Seite ein Doppelpass von Erfolg gekrönt. Fontanive, Estoklet, Fontanive und die Gäste kommen bis auf einen Treffer heran. Nach genau 32 Minuten verkürzt Fontanive zum 3:4. Kurz vor der zweiten Drittelsirene schickt David Ludwig Catenacci auf die Reise. Nicolò Russo kann den durchbrochenen Italo-Kanadier nur mit einem Foul stoppen und die Schiedsrichter entscheiden auf Penalty. Catenacci tritt an, fährt auf Dainton zu und lässt diesem keine Abwehrmöglichkeit. Nach 37 Minuten und 20 Sekunden behält Catenacci die Nerven und trifft zum 5:3. Im Schlussabschnitt geht das muntere Scheibenschießen weiter. Als Mailand nach 53 Minuten und 26 Sekunden mit einem Mann mehr agiert, greift Steinmann bei einem Schuss von Alex Geller daneben. Und es steht nur noch 5:4. Wenn ich jetzt keine mehr Spiele mache, vielleicht, dann kommt man alle besser rein. Logisch ist halt mal wie eine Umspannung da hin auf, und besonders daheim. Aber mit der Zeit legt sich das. Und die Mannschaft stärkt mir den Rücken, stehen alle hinter mir und nachher wird es schon hinhauen. Nur 86 Sekunden später kommt Mailand zum Ausgleich. Nach einem Schlenzer von James Fritsch legt Fontanive blind für Estoklet auf, der aus spitzen Winkel das 5:5 erzielt. Schon auf und ab, so fast ein Déjà-vu für die letzten zwei Spiele in Italien, Pokal gegen Asiago.
wir auch vor waren, haben es verschenkt und einzig Glück ist es gut gegangen noch einmal. Aber aus dieser Situation muss man halt einfach in Zukunft lernen, dass uns das nicht mehr passiert, dass wir das halt heimbringen. Trainer Zdeněk Travnicek nimmt sofort das Timeout und rüttelt seine Spieler wach. 28 Sekunden nach Wiederaufnahme des Spiels stellt Catenacci die Weichen auf Sieg. Der 22-Jährige fährt von rechts vors Tor. Linden kann kurz abwehren, ist beim Nachschuss des Quirling-Stürmers aber machtlos. Für Catenacci ist es der 7. Torerfolg im 10. Saisonspiel. Als Tommaso Goy wenig später auf der Strafbank schmort, trägt sich auch die 3. Sterzinger Sturmlinie in die Torschützenliste ein. Roman Erat täuscht einen Schuss an und setzt Ludwig in Szene, der Denton keine Chance lässt. Nach 57 Minuten und 54 Sekunden ist das Spiel vorzeitig entschieden, wenngleich auch noch Treffer Nummer 13 fällt. Über Loruso und Fontanive kommt der Puck zu Estoklet, der seinen persönlichen Hattrick an diesem Abend perfekt macht und bei nunmehr 6 Saisontreffern hält. In den verbleibenden 49 Sekunden lässt Sterzing nichts mehr anbrennen und rettet den 7:6-Sieg über die Zeit. Ja, wahrlich ein sehr torreiches Spiel. Die gesammelten Ergebnisse der Elite A fasst für uns Hannes Christ zusammen. Dritten Sport muss sich Asiago auswärts mit 3:4 geschlagen geben. Die Pustrow-Wölfe setzen sich auswärts bei Cortina hingegen 4:3 durch und Valpellice feiert im Fassatal einen 8:4 Erfolg. In der Tabelle liegt der HC Pustertal nach 10 Runden mit 25 Zählern in Front. Ritten rutscht auf Platz 3 ab mit 20 Punkten auf dem Konto und Sterzing als Tabellenfünfter vergrößert den Abstand zu den hinteren Rängen im Klassement. Und wir wechseln jetzt in die INL, in diese grenzübergreifende Meisterschaft mit Mannschaften aus Südtirol, Österreich und Slowenien. Das Spitzenspiel der Runde, das fand hier in Wolkenstein statt, und zwar zwischen dem HC Gardena und Zell am See, zwei Mannschaften, die ja derzeit in bestechender Verfassung sind. Die Gröner haben die letzten 7 Spiele allesamt gewonnen. Am Samstag setzen sie sich gegen Kaltern mit 5:2 Toren durch. Zell am See hingegen führt die Tabelle an und kommt vom 4:1 Heimerfolg gegen Neumarkt. Bei den Ladinern fehlt der langzeitverletzte Fabian Kustner. Die Österreicher treten in Bestbesetzung an. Über 850 Zuschauer wollten sich dieses Match nicht entgehen lassen. In der 6. Minute der erste Auftritt des Torschützenkönigs der Liga, Dylan Stanley. Gästetorhüter Dominik Frank kann aber mit Hilfe von Philipp Winzig noch klären. Frank wurde in diesem Spiel dem Deutschen Albrecht vorgezogen. Nur eine Minute später lässt Igor Radai die Gröner Abwehr stehen und trifft Mark Demetz auf der Gesichtsmaske. Fast hätte sich der Slowake zu seinem 30. Geburtstag ein schönes Geschenk gemacht. In der 13. Minute kann Zell am See hinten nicht befreien. Die Scheibe kommt zu Benjamin Kostner. Dominik Frank passt aber auf und hält den Schuss des 25-Jährigen. Dann der auffällige Philipp Winzing, der im Sommer von Lustenau zu den Eisbären gewechselt ist. Und Gästekapitän Franz Wilfan, Demetz klärt, aber zuvor schon hatte Schiedsrichter Ferrini abgepfiffen. So bleibt es nach 20 Minuten beim torlosen Unentschieden. Das Mitteldrittel beginnt mit diesem Alleingang von Jürgen Czernutter, der alles richtig macht, dann aber daneben vorbeischießt. Auf der Gegenseite der Schuss von Gabriel Finazer, der ehemalige Villach-Spieler Fabian Stichauner, kann aber noch retten. Ivan Demetz kommt einen Augenblick zu spät. In der 28. Minute dankt sich Benjamin Kostner links durch, passt in die Mitte zu Ivan Demetz, doch Frank kann seinen Schuss erfolgreich ablenken. Dann geht es Schlag auf Schlag. Matthias Fauster im Zusammenspiel mit Dylan Stanley, der ehemalige Rittnerstürmer, verfehlt jedoch das gegnerische Tor. 30 Sekunden später versuchen es wieder Fauster und Stanley. Dominik Frank kann aber gerade noch dazwischen greifen. Grön drückt in dieser Phase Zell am See in die eigene Abwehr. Zuerst versucht es Brugnoli, dann Oliver Schenk, aber erneut ist beim starken Torhüter der Gäste Endstation. Anschließend schießt auch noch Aaron Pitschiller daneben vorbei. In der 32. Minute dieser Fehlpass von Rupert Stampfer, der Tscheche Peter Wala mit 27 Punkten, der erfolgreichste Spieler der Liga, startet zum Konter und spielt Daniel Stefan an, aber Marc Demetz pariert seinen Schuss. 2 Minuten danach startet auch Jürgen Czernutter zum Gegenstoß, wird aber von Benjamin Bregenzer mit einem Foul gestoppt. Kurz vor der 2. Pausensirene macht Dylan Stanley alles allein, sein Schuss streicht aber daneben vorbei, trotz des 0:0 ein packendes, hochklassiges Spiel.
Die erste Aktion im Schlussdrittel gehört den Gästen. Tobias Dienhopel setzt sich kurz, der Tscheche Jakub Skejbal hat hier vor seinem eigenen Tor noch Glück. Mark Demens kann die Situation bereinigen. Dieser Abwehrversuch von Skejbal wäre fast noch ein Eigentor geworden. Dann wieder die Gröner mit Dina Stanley. Torhüter Dominik Frank hält und Rupert Stampfer kann den Abpraller nicht verwerten. Das Tor der Gäste scheint wie verhext zu sein. In der 47. Minute der Kapitän der Ladiner Fabrizio Senona mit seinem Zuspiel auf Ema Demetz. Aber wieder bleibt Frank der Sieger. Echt stark die Leistung des 19-jährigen Torhüters. Dann übersteht Gröden eine doppelte Überzahl. Jakub Skejbal kehrt aufs Eis zurück, erarbeitet sich diese Chance, aber fault erneut seinen Gegner und muss wieder 2 Minuten in die Kühlbox. Zell am See nutzt aber auch das anschließende Powerplay nicht. Wenige Sekunden vor der Schlusssirene versucht es noch einmal Winzig im Alleingang. Mark Demetz rettet aber das 0:0 in die Verlängerung. Und im Overtime sind 2 Minuten gespielt, als Jürgen Czernot und Matthias Fauster fault und auf die Strafbank muss. Gröden sucht mit 4-3 Feldspielern die Entscheidung. Der Schuss von Ivan Demetz, Frank wehrt zu kurz ab und Gabriel Fina zerstaubt zum vielumjubelten 1:0 Endergebnis ab. Für die Gröner der 8. Sieg in Folge. Das war das beste Spiel dieser Saison. Es waren 2 Mannschaften auf Augenhöhe, die um jede Scheibe gekämpft haben. Viele Torszenen, Unterzahl, Überzahl, es war alles dabei. 2 super Torleute. Die Jungs arbeiten auch unheimlich hart. Also egal in welchem Spiel, wir sind gerade im letzten Drittel, weil sie so hart im Training auch arbeiten, sind wir im letzten Drittel, können wir immer noch zulegen. Da kann man nur zufrieden sein, wie der Lauf jetzt ist. Wollen es aber beibehalten natürlich. Wir können jetzt nicht schlussrig werden. Es war ein hartes Spiel, sehr körperbetont. Das Tempo war sehr hoch. Also ja, es hat eigentlich gepasst. Von beiden Seiten eigentlich ein starkes Spiel gewesen. Auswärts ein Punkt ist in Ordnung, glaube ich. Es war ein offenes Spiel. Sie hätten beide Mannschaften schon früher den Sack zumachen können. Aber 0:0 und Overtime war ein bisschen ein Pech für uns. Schiedsrichter hat eine Strafe gegen uns gegeben und die haben das 4:3 eiskalt ausgenutzt. Die weiteren Ergebnisse vom Sonntag. Meran setzt sich in Maribor 7:4 durch. Überragender Akteur ist Franz-Josef Blankl, der 5 Tore beisteuert. Bregenzer Wald gewinnt 7:2 gegen Laibach. Kaltern muss sich Jesenice 2:4 geschlagen geben. Lustenau entführt 3 Punkte aus Zellje und Feldkirch feiert einen 15:2 Kantersieg gegen Bled. Das Südtiroler Derby zwischen Eppan und Neumarkt verläuft lange Zeit sehr ausgeglichen. Zweimal gehen die Piraten in Front, zunächst mit Hale in der 9. Spielminute. Das ist der Treffer zum 1:0. Im zweiten Drittel trifft Patrick Wallenberg nach 23 Minuten 17 Sekunden zum 2:1. Doch Neumarkt schlägt immer wieder zurück und kann im Schlussdrittel die Entscheidung herbeiführen. Jimmy Kilpatrick sorgt in der 49. Minute mit dem 4:3 für die Führung der Wildgänse. Paolo Bustreo kann 3 Minuten später auf 5:3 erhöhen. 20 Sekunden vor Schluss fallen mit dem 6:3 durch Stefano Morgoni ins leere Tor die Würfel. Neumarkt Sieg und Zells Ausrutscherin Gröden wirkt sich auch auf die Tabelle aus, denn die Wildgänse erobern Platz 1 zurück. Gröden nun mit einer Länge Rückstand auf das Spitzenduo auf dem 3. Platz. Eppan ist auf Rang 5 abgerutscht. Meran nimmt mit 16 Zählern den 10. Platz ein. Kaltern liegt mit 8 Punkten auf Rang 12. In der INL, da bleibt es also sehr, sehr spannend. Nächste Woche kommen wir mit dem Buchstudio nicht, aber wir sehen uns dann wieder, wenn ihr wollt, natürlich am 18. November. Wir bedanken uns fürs Zusehen und wünschen noch einen schönen Abend.